So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses ist der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Wir haben es geschafft, am Freitag, dem ersten Tag, wo die Sternenhimmel-Forschung kam, die komplett durchzuspielen, Video zu machen, noch rauszuhauen, ca. 16 Uhr am Freitag. Ich habe gesagt, ich werde noch ein zweites Video machen für den Pfad der Nacht, weil ihr konntet ja tagsüber den Pfad wählen oder den Nachtspfad wählen. Den Nachtspfad möchte ich auch noch machen. Tiso hat mir ja die Forschung geschenkt. Eine Forschung gibt es gratis, eine wurde mir geschenkt. Deswegen habe ich zwei Forschungen. Bevor ich aber beide genau gleich mache, mache ich einen Pfad hier, einen Pfad da. Den anderen Pfad habt ihr gesehen, welche Aufgaben das waren. Im ersten Kapitel. Das blende ich hier nochmal ein. Die sind nämlich jetzt auch schon fertig abgeschlossen. Die kann ich euch leider nicht nochmal zeigen. Deswegen zeigt mal gestern die Aufgaben, die da waren und holen dann gleich die Ergebnisse ab. Gehen wir mal kurz hier rein. Und wollen euch mal die Aufgaben vorlesen für die Spezialforschung. Tag und Nacht. Wir gehen jetzt hier mal auf den Professor. Die müsste ich ja jetzt zweimal haben. Ich drücke mich ganz kurz da durch. Hier riecht es halt wirklich abartig. Sternenhimmel 1 von 4. Sternenhimmel 1 von 4. Erkunde 2 Kilometer. Fange 2 Pokémon vom Typ Psycho. Fange 10 verschiedene Arten von Pokémon. So, jetzt habt ihr hoffentlich gesehen, welche Sachen es gestern gab, was die Aufgaben waren. Die Belohnungen müssen wir jetzt aber noch abholen bei der zweiten Forschung. Das erste war ja ein... Ich weiß gar nicht mehr, was drin war. Habe ich auch vergessen. Ein Abramei auf jeden Fall jetzt hier als zweites drin. Es ist alles mega durcheinander. Ich weiß eh nicht, wie ich das mache, weil ich das jetzt am Freitag auch versuche, noch theoretisch anzufangen. Ich es wohl aber nicht fertig kriege. Ich es dann über Nacht warten lassen muss, bis ich es am nächsten Tag fertig mache. Aber am nächsten Tag ist auch der Dortmunder Raid-Bus. Wird also mega kompliziert und die letzte Aufgabe hat auch was mit Raids zu tun. Jetzt müssen im Raid-Bus wohl die Raid-Aufgaben fertig werden und man so weit kommen, dass man dann auch nur noch am nächsten Tag die Sachen abholt und am Samstag die Forschung abschließt, die Belohnungen abholt und euch zeigt, was los war. Nachtaktive Pokémon erforschen ist der zweite Pfad, den wir hier jetzt nehmen. Bisher war alles gleich, jetzt unterscheidet sich. Hier müsst ihr nämlich Schnappschüsse machen, ihr müsst Bären verwenden, wenn ihr was fangen wollt. Und statt Pflanze und Käfer gibt es jetzt hier Geister und Unlicht, die halt meistens abends spawnen. Ich werde jetzt aber kurz nochmal bewerten, was wir hier drin hatten, nämlich das Abra, das Marmolita und das Wohin genau, denn in der ersten Forschung, im letzten Video hatten wir sogar 200%ige Pokémon dabei. Das war auf jeden Fall richtig krass. Wir drücken jetzt aber hier, gucken nochmal, also 20 Geister und Unlicht, 20 verschiedene Pokémon, Schnappschüsse, 30 Bären beim Empfang von Pokémon. Wir können ja mal einen Schnappschuss hier machen von dem Waumboll. Das sieht dann also so aus. Das Pokémon im Freien, also keins, was ihr in eurer Box habt, dürft ihr fotografieren. Ihr müsst eins nehmen, was in der Wildnis sitzt, so wie das. Das ist ja ein wildes. Und da drücken wir jetzt einmal drauf und bestätigen hier. Und dann haben wir 1 von 5. Wir könnten jetzt aber die ganze Zeit hier so drücken. Dann müsste das theoretisch auch dazu zählen. Ich gehe mal raus und gucke. Ach so, von 20 verschiedenen Pokémon. Schon zählt es also nicht dazu. Das heißt, wir nehmen uns ein anderes hier drüben, machen von dem auch einen Schnappschuss. Da ist oben das Kamerasymbol. Dann könnt ihr hier ein Bild machen. Oh mein Gott. Dann seht ihr schon, die 2 passt dazu. Das ist irgendwie nicht schwer, das ist nicht sinnvoll. Das ist halt einfach nur Beschäftigungstherapie. 20 Geister fangen, Unlicht-Pokémon, 30 Bären verwenden. Wir können ja mal dieses Felilu antippen. Das dürfte ein Unlicht sein. Wir verwenden auch gleichzeitig noch eine Beere, dass das dann auch fertig wird. So, jetzt haben wir eine Beere und das Unlicht ist geflohen, weil es sitzt nämlich immer noch da. Das heißt, wir machen einfach noch eine Beere drauf. Großartig fliehen und dann müsst ihr jetzt dazu zählen. Felilu könnt ihr also fangen für die Aufgabe, Bären verwenden. Wir melden uns, wenn wir die Belohnungen abholen und gucken, was da noch drin ist. Holy crap, guckt ihr das an. Ich habe gerade einen Raid gepostet und wollte gerade zum Fledermausturm laufen, weil ich dachte, ich mache einfach zum Übergang noch einen Anego Raid. Vielleicht kriege ich einen Shiny. Jetzt sitzt hier einfach ein wildes Sumpex mit Wetterbrust. 1665. Ich habe keine Ahnung, wie ich den fangen soll. Ich tue das jetzt mal hier hinter meinen Arm klemmen.
mit dem anderen versuchen irgendwie zu werfen, einfach fabelhaft. Eins, zwei, ist raus. Er ist noch da, er ist noch da, er ist noch da, warte mal. Ich klemme euch wieder hier rein. Ich nehme wieder eine Beere. Wir werfen nochmal. Er hüpft. Einfach fabelhaft. 16.50 Uhr ist der Raid, es ist 16.41 Uhr. Ich habe eigentlich Zeit. Er ist drin. Honey wäre jetzt schon wieder komplett ausgerastet. Guck mal, 23 Bonbons, 2 XL. Wir bewerten den mal. Der ist mega schlecht. Wir schicken den direkt weg. Laufen weiter zum Raid. Nach dem Raid holen wir die Belohnungen ab von der Forschung. Es gab ja nicht nur Felilu, es gab ja auch Kramurks als Unlicht-Pokémon, die man fangen konnte. Mal so zur Info. Und die Screenshots, die Schnappschüsse waren total nervig. Sowas habe ich noch nicht erlebt. So, wir stehen jetzt hier am Anego Raid. Wir werfen mal kurz den Pass ein. Ich habe den Raid natürlich wieder in die Raid-Gruppe gepostet. Link in der Beschreibung. Hier muss ich den Excavador einladen. Da muss ich hier mal die 27 eingeben. Und jetzt Excavador. Und hier drüben habe ich mir irgendwas in die Zwischenablage gespeichert, die ich einfügen muss. Bruno Scheffe, Henry Pyro Quark, Stefan Andres oder Anders. Thomas Anders, genau. Wer ist denn online? Wir laden mal Prinzessin noch ein. Aliton, Andy Project und Brezel Queen. Jetzt habe ich 5-5 eingeladen. Perfekt. Hinter mir steht die orange Tonne. Das ist auf jeden Fall wichtig. So, ich habe mich jetzt gesetzt. Hinter mir seht ihr jetzt also den Fledermausturm, weil das ist die Arena. Ich oder ihr liegt hier unten. Ihr liegt hier unten, ich liege hier und jetzt stelle ich euch mal hin und dann will ich nur mal ganz kurz gucken. Aliton und Brezel Queen sind sogar reingekommen durch die Einladung. Grüße gehen raus. Jetzt will ich mal kurz schauen, ob was Gutes dabei ist, was Schlechtes dabei ist. 21,80, der Nudel-Account 22,7 ist also deutlich besser. Wir versuchen es mal fix zu fangen. So, einfach fabelhaft ist da. Jetzt bräuchte man den Kreis nicht mehr verstellen. Die letzten Aufgaben bei der Forschung sind ja dann eh 5 Raids. Weiß ich nicht, ob ich die überhaupt dann zeigen kann. Oder die schon bei der Raid-Tour draufgehen und man dann irgendwie nur noch dann fürs Video die Belohnungen abholt. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Dann habt ihr hier aber trotzdem so eine Art Raid mit drin gehabt, weil ich ja momentan sowieso nur Anego Raids mache oder eben Crypto Arctos, was ja am Wochenende auch wieder da ist. So, deswegen lassen wir das Werfen wenigstens ganz drin. Nein! Warum tust du das? Einfach fabelhaft, ich finde es wieder genial, so ein Riesenkreis. Also Anego müsste wirklich gut zu treffen sein, wenn man ein bisschen Geduld hat. Wenn der mal hoch und runter geht, egal, der Kreis ist auf jeden Fall richtig stark, um einfach fabelhaft zu werfen. Der Kreis ist auch knüppelrot, aber darum geht's nicht. Am Anfang, als Anego in die Raids kam, vor einem Jahr beim GoFest, habe ich gedacht, was ist das denn? Wir kennen so coole Pokémon, so coole... Ja, was ist das denn? Wo ist der Ball jetzt hin? Da ist er wieder. Wir kennen so coole Pokémon, wir haben so coole Legendäre, alles mögliche. Ultra-Bestien, Anego, was ist das? Eine Qualle? Die sieht aber doof aus. Mittlerweile finde ich das Design sogar richtig cool, habe mich dran gewöhnt. Und ja, würde mich halt einfach über einen 100er freuen. Ihr seht, ich bin weit davon entfernt, ich bin jetzt bei 10, 10, 13. Das ist kein 100er. Bei den Aufgaben kann ich hier die Bälle abholen und die Bären. Brauche aber immer noch einen Schnappschuss von einem Pokémon im Freien und dann fällt mir auf, hier ist einfach nichts. Das heißt, ich muss schon wieder laufen. Ich laufe einfach mal wieder ein Stück zum Wald hin, wo wir letztens die andere Forschung gemacht haben, in der Hoffnung, dass da ein Pokémon auftaucht. Oder, warte, ich habe eine viel bessere Idee. Ich zünde einfach einen Rauch. Ich habe so viel Rauch, immer noch 341. Hoffe, dass jetzt im Rauch ein Pokémon erscheint. Wir brauchen Rauch so gut wie nie. Jetzt für die Forschung, fürs Video, machen wir Rauch für ein Pokémon. Und es ist ein Lil Minip. Wir machen ein Bild, Lil Minip, Foto, abspeichern und gehen zurück. Es hat nicht gezählt, oder was? Es zählt nicht.
mich verarschen oder was? Zählt Rauch nicht? Es ist nicht frei, es ist im Rauch. Es ist nicht frei, es ist im Rauch. Oder es liegt an was anderem, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich drücke einfach nochmal drauf, Foto machen, abspeichern. Ja, drücken sogar nochmal. Wir gehen zurück, wir gucken es uns an. Nix. Da muss ich mir wohl ein anderes Pokémon suchen, was nicht aus dem Rauch kommt. So, hier habe ich jetzt einen wunderschönen Baum gefunden, einen Tannenbaum. Wenn ihr also Weihnachten feiern wollt, kommt vorbei, nehmt den mit. Sonst bin ich jetzt hier ein Stück in den Wald reingelaufen. Dreh es mal kurz um und habe jetzt hier einen Baumboll, was nicht aus dem Rauch kam. Und hoffentlich, wenn ich jetzt das Foto mache, dazu zählt, aber es zählt nicht. Auch dieses Baumboll zählt nicht. Da steht doch 20 verschiedene Pokémon. Das heißt, wenn ich schon ein Baumboll irgendwann fotografiert habe heute, zählt das nicht? Ich dachte, es muss nur ein anderes Baumboll sein, dann zählt das, aber das Baumboll komplett rausfliegt, dann habe ich gar keine Ahnung, was ich überhaupt noch fotografieren soll. Vielleicht Barmelin. Ja gut, das dauert ein bisschen. So, ich habe keine Ahnung, ob Ladybar schon dran war bei Fotos. Achso, der kommt ja schon wieder aus dem Rauch. Aber vielleicht ist Rauch gar nicht so schlimm. Vielleicht lag es dran, weil das Pokémon schon dran war. Es hat funktioniert. Also, die dürfen aus dem Rauch kommen. Ich habe nur schon das andere gehabt. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was das andere überhaupt war. Das ist aber kompliziert. Du musst ja wirklich komplett 20 verschiedene nehmen. Keins doppelt, aber ich dachte, ich habe vorhin zweimal Felilu gehabt und es hat beide Male gezählt. Dann hätte es ja nur einmal zählen müssen. Vielleicht ist die Aufgabe aber auch wieder verbuggt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir jetzt fertig sind. Hier eine Pokémon-Belohnung haben, die wir jetzt abholen wollen. Dafür hänge ich mich mal hier auf die schwarze Tonne. Das ist Galafix eintüte. Wir dann aufs nächste Kapitel gehen. Ein weißer Lieferwagen. Wie der da reingekommen ist und wieder rauskommt. Das bewerten wir auch mal, weil es aus der Forschung ist natürlich. Haben jetzt noch die Endbelohnung vom zweiten Kapitel. Mir sticht hier irgendwie das Schloss. Das Schloss in die Rippen. Noch ein Phlegmon. Da haben wir ja in der letzten Folge ein 100%iges bekommen. Ich weiß die WP leider nicht mehr, habt ihr mir nicht gemerkt. Sonst wüsste ich ja direkt, ob das besser oder schlechter ist. Vor allem besser, ist dann 110%. Das ist nicht so gut, aber ist auch nicht so schlimm. Wir gucken jetzt mal drittes Kapitel, welche Aufgaben wir jetzt haben. Lande 5 fabelhafte Würfe, fange 30 verschiedene Arten von Pokémon, schließe 15 Feldforschungsaufgaben ab. Ich glaube, wir sehen uns, wenn wir die fabelhaften Würfe machen wollen, obwohl die müssten wir ja jetzt machen. Ich muss mal irgendwo hin, wo Pokémon sind. Die 5 fabelhaften will ich im Video am Stück schaffen. So, ich schleiche mich gerade durch ein paar Hinterhöfe. Hier seht ihr Traktoren zum Rasenmähen. Da kommt eine Treppe vor mir und vergesst, dass ich gesagt habe, hintereinander. Die möchte ich natürlich nicht hintereinander machen. Ich möchte die aber die... Ja, aber die da bedei. Ich möchte die aber alle im Video haben. Das ist eine Treppe. Sieht zumindest aus wie eine Treppe. Werde ich mich jetzt hier mal hinhängen. Werde ganz kurz schauen, ob ich irgendwas davon mit einem fabelhaften Wurf treffen kann. Da ist ein Strawickel. Das war auf jeden Fall daneben. Drücken wir mal aufs Sonnenfell, was daneben ist. Ah. Vielleicht sollte ich es auch nicht mit dem Daumen machen. Da ist noch ein Sonnenfell aufgetaucht. Wir stellen euch mal ganz kurz ab, um mal zu schauen, ob das wirklich jetzt am Daumen liegt. Und wenn ich so werf, ob das dann funktioniert. Wohin genau könnte mir jetzt... Es hat auch nur 36 WP. Das muss ich jetzt machen, Moment. Und er ist wieder zu groß. Ich werde jetzt weiter mal hier schauen. Hier ist ein Sandan. Sandan. Festhalten. Curven. Und er springt. Er springt und dadurch ist es daneben gegangen.
Hauptsache die andere Aufgabe wird fertig. Da ist das nächste Baumball. Shiny sogar. Shiny Baumball mitgenommen. Das darfst du keinem erzählen. Das ist schwieriger zu fangen und wir werfen wieder unten drunter. Emantis muss shiny sein. Emantis ist neu. Der hat einen knüppelroten Kreis. Also es war noch orange, aber auch wieder daneben geschossen. Jetzt ist der Semantis auch noch geflüchtet, das heißt, ich kann es gar nicht mehr probieren. Ich guck noch mal in meinen. Ich habe keinen Queststapel mehr. Ich habe meinen Queststapel leer gefangen. Und ein Ei geht auch noch auf. Ey, es kommt einfach alles zusammen. Die Motivation ist gleich komplett weg. Es wird immer später. Ich habe noch nichts gegessen heute. Ich wollte doch einfach noch. Vielleicht hätte ich nach dem einen Video aufhören sollen. Aber jetzt macht es mich fertig. Wir packen hier schnell wieder was rein, und zwar das 5er-Ei und sammeln 2er, komischerweise. Und ich muss laufen, ich muss mir neue Viecher suchen, wie ich die Aufgabe fertig machen kann. Ramses! So, jetzt habe ich mich schon gefreut, weil ich 2 fabelhafte gelandet habe mit Sonnenfell und gesagt, ich muss jetzt immer auf Sonnenfelljagd gehen. Und dann habe ich gesehen, dass die Aufnahme gar nicht ging. Das heißt, ich habe umsonst die ganze Zeit gelabert, die 2 Würfe gemacht. Hier ist noch ein Sonnenfell, mal gucken, ob wir es jetzt noch mal hinkriegen. Die Kameraperspektive sieht schlimm aus, die Qualität sieht schlimm aus, hier Gegenlicht ist da. Ich versuche jetzt aber noch mal 1, 2, 3 werfen, einfach fabelhaft. Der Kreis war gar nicht so klein, der war auch noch riesengroß, im Gegensatz zu wie ich es die ganze Zeit gemacht habe und sehe dadurch, dass es total unnötig war. Ihr könnt den Kreis ruhig größer machen, sodass ihr überhaupt reingrefft. Oh, da ist ein Jungblut erschienen. Das wollen wir jetzt aber auch. Ich spanne mir das jetzt hier zwischen die Beine, nehme jetzt das, versuche jetzt auf das Jungblut zu werfen. War ein bisschen zu hoch, aber der ist knüppelroh, der wird sicherlich rauskommen und noch sitzen bleiben, sodass wir gleich noch einen werfen können. Komme mit dem Daumen wieder nicht hin. So, festhalten, curven, werfen, einfach fabelhaft. Das müsste jetzt der 4. sein, wenn er nochmal rauskommt. Er kommt noch mal raus. Vielleicht können wir den 5. auch noch machen. Am Jungblut. Wir hauen ihn noch mal hier rein. Ich möchte aber... Ach, das sieht alles so schäbig aus. Ja, guck, egal wohin, es ist immer dunkel hier. Der 5. muss jetzt sitzen. Der 5. muss sitzen. Jungblut, bitte. Veräppel mich nicht. Wir haben daneben geworfen. Nicht in den Kreis. Vielleicht sitzt er immer noch. Bitte, bitte komm raus. Er ist drin geblieben. Ich verzweifle echt gerade an der Aufgabe und vor allem, weil immerzu hier nichts rumsitzt und rumspawnt, man gar nicht mehr weiß, wo man hinlaufen soll. Das ist ein Sneeble gespawnt. Nehmen euch nochmal mit. Sneeble, oh, Sneeble sieht auch gut aus. Und wieder zu tief. Jetzt hast du wieder einen Daumen. Kannst du nicht machen. Jetzt hast du wieder den Daumen. Ich stelle mich jetzt hier hin. Auf den, so, auf den Briefkasten. Das passt jetzt hier. Das passt, das muss passen. Sneeble am Briefkasten. Gucken, ob der jetzt drin bleibt. Einfach fabelhaft. Das war der 5. Ich beende diese Aufgabe und melde mich mit dem heftigen Cut zurück, wenn wir... Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir machen müssen. Ach so, ich kann immer gucken. 20 verschiedene Arten brauchen wir noch und 15 Feldforschungsaufgaben. Was habe ich hier drin? Eine habe ich schon gelöst. Perfekt. So. Nach der harten Forschung und den brutalen Quests habe ich mich jetzt hier auf einer Schaukel eingefunden und möchte mal das letzte Zeug abholen. Ich muss noch 3 Feldforschungsaufgaben abschließen. Das ist einmal das, einmal das, einmal das hier. Da ist auch noch eine Belohnung drin. Ein Enton. Ach, wie schön. Grüße gehen raus an den Thomas. Wenn das Enton drin ist, müssen wir gleich noch den Rest abholen. Wir haben nämlich noch, jetzt pass auf, 15 Bälle, 3000 Staub, noch eine Pokémon-Belohnung. Aufbewahrungslimit erreicht. Da muss ich mal kurz was wegschmeißen. Euch tue ich so lange mal hier hin, ihr genießt so lange die Aussicht zwischen meinen Beinen. Da sind meine Füße. Guckt so lange mal dahin, wie ich aussortiere.
So, ich habe jetzt aussortiert, das heißt, ich kann die Pokémon-Belohnung abholen. Es ist wieder mal ein Metang. Also gefühlt sind die Belohnungen trotzdem die gleichen und ich kann es wieder mal nicht fangen. Aber ich muss es jetzt hier so halten und so drauf werfen und dann hoffen, dass es drin bleibt. Klasse ist drin, bewerten wir auch gleich. 15 Angriff, Rest ist schlecht. Kapitelbelohnung, da gibt es doch dann ein Gletschermodul, wo ihr Glaziola entwickeln könntet. Wieder ein Starmie. Wieder einfach fabelhaft, also wie immer. Na, ich habe es komplett verkackt die ganze Zeit. Ich bin echt im Eimer, ich bin einfach nur froh, wenn der Tag um ist. Und ich kann ja eh nicht weitermachen gleich. So, 11, 11, 11. Das ist auch eine Niete. Lassen wir mal weg. Gehen wir auf die letzte Seite, die wirklich letzte Seite. Und haben 7890 Staub verdient. 50 Pokémon vom Typ Psycho. Und gewinne 5 Raids. Es ist Freitag. Ich habe meinen täglichen Raid schon gemacht. Ich mache heute keine Raids mehr. Am Samstag wollten wir vielleicht Arctos Raids machen oder ein bisschen Anego, Dortmunder Raidbus. Da werden die 5 Raids voll. Ich werde dann zwischendurch einfach die Kapitelbelohnungen noch abholen. Dafür gucken, wie das zweite Cosmog ist. Und ansonsten guckt euch das doch mal an, wie man hier einfach hängt und chillt und da oben den Himmel genießen kann. Jetzt noch ein kühles Blondes und dann ist die Welt perfekt. So. Achso, nee, nicht Peace Out Vorhaut, sondern wir sehen uns morgen wieder, wenn wir die restlichen Kapitelsachen abholen. So, wie auch im ersten Tag, in der ersten Forschung, mache ich das Ende wieder auf dem Balkon. Habe jetzt 5 Raids gemacht im Dortmunder Raid-Bus. Es gab wieder Arctos. Ich mache jetzt erstmal Pause. Jetzt habe ich 5 Arctos-Raids. Wie gut oder schlecht die sind, das gucken wir uns später an. Ihr seht aber, es ist kein Shiny dabei. Ob ich überhaupt ein Shiny schon habe oder noch eins brauche, das seht ihr vielleicht irgendwann mal in einem Arctos-Ausbeute-Video. Nämlich, was das Beste war, was das Schlechteste war, wie viele Shinies. Wir haben jetzt hier die letzte Seite von der Sternhimmelforschung, die wir bei Nacht gemacht haben. Wir holen hier ein Sternstück ab, wir holen da Bären ab, wir holen hier eine Pokémon-Belohnung ab. Ich weiß gar nicht mehr, beim letzten Mal, ja, Simsala war da, glaube ich, auch drin. Simsala, was ein 98er bei mir war. Curven jetzt mal hier drauf, nehmen den jetzt mal mit. Fliehen, drücken hier, bewerten das gleich und müssten jetzt hier das Cosmog drin haben. Das zweite Cosmog 180 WP, den fangen wir jetzt so ganz normal. Ganz normal. Erst drunter, dann drüber, egal. Ich weiß nicht, wie viel das von gestern hatte. Wenn ihr die Videos frisch geschaut habt, wisst ihr es vielleicht noch und könnt jetzt schon wissen, ob das besser oder schlechter ist. Ansonsten drücken wir uns hier durch, bewerten den mal. Und haben einen 96er mit 3 Sternen, also das ist fett. Jetzt weiß ich aber trotzdem nicht, was ich damit mache. 96er Cosmog, 100er wäre richtig genial gewesen. Wollen wir das jetzt weiterentwickeln in die zweite Stufe rein oder auch nicht? Wie sieht es mit dem Simsala aus? Wie gut war das Simsala? Das werden wir auch noch kurz bewerten. So, ist auch ein 3 Sterne. 11, 15, 15, Mining Thüringen. Und jetzt geben wir hier nochmal Cosmog ein. So, dann haben wir 180 und 171 und ich werde das jetzt einfach noch entwickeln. Ach, ich habe keine Bonbons. Moment. Du drückst hier drauf und es wandelt einfach selber die entsprechende Anzahl schon mal um, dass du entwickeln kannst, damit ich jetzt dann die Familie auch voll habe. Mit Cosmog, Cosmowum und Solgaleo und Lunala. Jetzt könnte ich von einem kleinen Account natürlich gucken, wenn ich da die Forschung mache, dass ich mir vielleicht noch einen Cosmog im Lucky Trade rübergebe. Vielleicht ist irgendwann ein 100er dabei, was man da nochmal entwickelt. Ansonsten haben wir hier Cosmowum fertig, was halt total bescheuert aussieht. Wir haben Cosmog an sich fertig und hier habt ihr noch Lunala, Solgaleo. Also alle Dex-Einträge sind vorhanden. Das war es von meiner Seite aus. Das war die Forschung Sternenhimmel im Nachtzweig. Tagzweig, Nachtzweig, 2 Videos, Freitag und Samstag. Gleich wieder Abfahrt, Dortmunder Raidbus, geht's weiter. Wie fandet ihr die Forschung? Habt ihr die Nacht gemacht? Habt ihr das auch gehabt? Wie gut war euer Cosmog? Schreibt's mal in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.